Hallo Leute, es geht weiter mit Wolf the Red Hood Diaries. Ich bin schon wieder hier total abgenervt, weil ich die ganze Zeit schon wieder versuche, gegen den Rattenfänger zu kämpfen und zu doof bin, anscheinend dieser grünen Welle immer auszuweichen. Aber immerhin ist es so, dass wenn er einmal runterkommt, man ja schon mal zu ihm hinkommt. Das heißt, dann kann man ihn schon mal angreifen. So weit bin ich immerhin schon mal gekommen. Mal gucken, ob ich es auch bis zum Ende schaffe. Da kommen sie wieder, die Ratten. Der Start ist eigentlich schon mal ziemlich wichtig. Ja, läuft total super. Ich sehe das schon. Meine Energie geht gar nicht flöten. Ich brauche diese Flaschen unbedingt. Oh, lasst mich doch mal. Und ich treffe die auch irgendwie nicht. Die doofen Ratten. Ich sterbe ja gleich schon am Anfang. Ja, alles klar. Ja, enough. Es reicht echt. Also es ist echt... Ich weiß nicht, warum das so schwierig für mich ist. Keine Ahnung, aber ich stelle mich hier nicht besonders toll an. Und ihre Special-Attacke kannst du auch mal bitte am Anfang direkt machen. Sie kickt halt diese blöden Flaschen auch immer so selber weg. Wo ich denke, das ist doch unsere Heilung. Und ich bin wieder erwischt worden. Und ich weiß nicht wie. Diese grüne Welle kommt doch von unten. Oder nicht? Die grüne Welle kommt doch immer unten lang. Und ich springe immer in die Luft und es trifft sie trotzdem. Aber ich kann doch nicht unten stehen bleiben. Das macht doch erst recht keinen Sinn, oder? Ja, jetzt hat's mich nicht erwischt. So, ich weiche ganz schnell aus, hier vor den Grünlingen. Lalala. Lalala. Komm. Jetzt komm mal runter da. Ja, geht doch. So, jetzt kann ich nämlich zu ihm rauf und den Arsch mal angreifen. Wieso bin ich gestorben? Warum bin ich denn jetzt bei ihm oben gestorben? Ich war jetzt bei ihm dran. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich kapiere das immer gar nicht, was hier in dem Spiel passiert. Ja, und wieder erwischt. Oh Mann, oh, so läuft es schon die ganze Zeit. Und das letzte Mal auch schon. Es tut mir leid. Das muss doch zu schaffen sein. Ich habe schon lange nicht mehr so an so einer Stelle mich festgehangen. Aber das ist so richtig so ein... Weiß ich nicht. Das hat mich jetzt wieder voll getroffen. Scheiße! Oh oh, komm, lad deine Energie auf, Mädel. Nein, 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 nee, das wird nix. Ah. Mein Gott, ist das schwer. Lass mich, lass mich. Ich will nicht sterben. Er kommt runter. Hoch mit dir. Okay. Oh Mann, oh! Ich gerate immer in die grüne Welle und ich glaube, da ist immer so eine Lücke. Da ist so eine grüne Lücke oder so und ich glaube, mach ihn doch mal. Grüne Welle und die Lücke, ich glaube, da muss ich immer zwischen. Wie soll man das denn auch noch schaffen, ey?
Ich finde das mega schwer. Ja, jetzt war ich nämlich nicht in dieser Lücke. Weg da, weg da, weg da. Nein, nein, nein. Lass mich. Oh, lass mich doch mal. So, rauf mit dir. So, jetzt bin ich wieder unten. Die Welle kommt, die Welle kommt. Ja, super. Oh. Ey, wie soll man das schaffen? Ich kapiere das nicht. Voll der mega schwere Bosskampf. Ausweichen, angreifen, alles auf einmal. Toll. Sie war doch auch vor allem, wenn ihre Gesundheit gefüllt ist, dann trifft einen die grüne Welle trotzdem. Man stirbt so oder so. Es kann, diese Gesundheitsflasche kann auch voll sein, habe ich gerade gesehen. Und selbst dann. Ja, Leute, ich werde jetzt mal einen Cut machen, das ist mir nicht zu blöd gerade. Wenn ich mal ein bisschen weitergekommen bin, dann schalte ich zu euch wieder zu. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe ein ganz tolles Gefühl und zwar nicht, weil ich jetzt weiter bin. Ich mache das Ganze jetzt nochmal von vorne in den Kampf, aber ich habe bei dem Rumpel ins Let's Play geguckt, den kennt ihr vielleicht auch und der hat genau dieselben Probleme gehabt wie ich und der hat sich immer hinter die Säule dann gestellt und genau da bricht sich anscheinend diese grüne Welle und da ist man sicher. Und also ist gar nicht so falsch der Gedanke von wegen sich in die Lücke stellen, aber da ist es anscheinend automatisch, also bleibe ich da immer ganz brav jetzt in Zukunft stehen und habe auch rausbekommen, dass ich ja schnell laufen kann, also das wusste ich ja eigentlich, aber ich habe es halt nie gemacht und wenn ich schneller weglaufe, wenn die Rattenfänger kommen, dann sollte das vielleicht gehen. Wir werden es sehen. Ungefähr 3 Runden brauche ich so um den Dreh, um ihn zu killen, aber ich bin froh, dass ich schon mal nicht alleine bin mit diesem Problem. Anscheinend geht es echt einigen Leuten an dieser Stelle so. Manche kriegen es vielleicht auch schnell hin. Vielleicht auch nicht. So. Man kann natürlich auch drüber hinweg springen. Wow. Lauf, 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 lauf. So, ich laufe ganz schnell weg. Lalala. Und schon bin ich viel, viel schneller als sonst. Da ist noch ein Tröpfchen gewesen, das ist gut. Und da ist er unten. Schnell hin zu ihm. Nummer 1. So, dann kickt er mich wieder runter, macht aber nichts. Wir gehen hier hinter unsere Säule. Bin jetzt mal gespannt, ob das klappt. Das klappt sogar. Wie geil. Nochmal. Ja, gib mir deine grünen Wellen. Aber sie werden mich nicht kriegen, wie sonst. Und da kommen sie. Lauf, lauf. Oh, jetzt werden es aber mehr, glaube ich. Macht aber nichts. Macht nichts, ich schaff das. Irgendwie schaffe ich das. Weg hier, weg hier, weg hier. Haha. Ja, da kommt er. Nummer 2. So weit war ich noch nie. Und das, da kickt er mich wieder runter. So, bloß weg hier. Mal gucken, ob ich die dritte Runde gleich beim ersten Mal schaffe. Dann gehe ich hier lang. Schaffen wir. Yeah, wie cool. Oh Gott.
Na endlich! Oh mein Gott! Yeah! Yeah! Wenn man den Dreh erstmal raus hat, ne? Wenn man erstmal weiß, wie. Die grünen Wellen waren das Schlimmste. What do we have here? Keep the girl busy until sunset. I'm on my way to the forest to deal with the old hag. Signed, BB Wolf. Wait. Wolf knows I'm here, and he's after Granny. The only twig left on my family tree. That is just not going to happen. The old hag has trained me well, Wolf. I'll beat you to the punch. You'll see. Oh, bin ich froh, dass dieser Kampf vorbei ist. Some fireworks to keep them busy while I escape this cursed old city. Wie cool sie auch ist. Voll die taffe Kämpferin. Always go out with a bang, Granny taught me. I hope it hurts, Wolf. I hope your sheep's coat burns, as well as your evil mind. Now, let's leave this doomed city behind. Ah, es tut mir leid, dass das mit dem Kampf so lange gedauert hat, aber ich bin halt, wie gesagt, auch erst dahinter gekommen, als ich woanders reingeguckt habe. Und es ist echt meine Blödheit mal wieder, dass ich nicht gesehen habe, dass die Säule mich rettet. Weil die grüne Welle hat mich halt immer am meisten getroffen. Oder das Wasser, ja. Kann ich hier nicht rüberspringen? Hä? Wo soll ich denn hin? Ja, hier kann ich doch stehen, sag doch. Was ist mit dem Bild los? Voll komisch. Egal, wir gehen mal weiter. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Voll die schöne Windmühle da hinten auch. Sehr, sehr toll gemacht. Wenn ich einen besseren Rechner hätte, könnte ich jetzt hier auf richtig hoher Kapazität das zeigen. Aber so ist es halt eher dürftig. Aber es ist trotzdem schön. Man kann es ja trotzdem erkennen. Hui! Also wir kommen jetzt definitiv hier in so einer Fantasy-Gegend. Und es erinnert mich doch sehr stark auch an Alice im Wunderland irgendwie. So ein bisschen. Also natürlich ist es nicht so, aber... Oh, das habe ich nicht geschafft. Muss ich da dreimal rüber... Wieso muss ich denn hier wieder anfangen? Das ist ja auch albern. Ach, es ist... Also ein einfaches Spiel ist es nicht, finde ich. Und ich hatte die Schwierigkeitsstufe beim Rattenfänger schon runtergestellt. Aber trotzdem, irgendwie... Ja... Hops, hops, hops. So, jetzt kommt so ein großer Sprung. Weh, du schaffst es wieder nicht. Doch, du schaffst es. Juhu! Und wo kann ich... Kann ich hier hin? Will ich wieder sterben? Und ich glaube, da hinten konnte man hin, oder? Ich weiß es nicht. Sieht total schön aus. Nur das Ruckeln stört ein bisschen, aber warum, weiß ich auch nicht. Ja, das sind diese Engine-Spiele. Das habe ich auch nur bei denen. Gravity is your only pull here. Und wieder ein Körbchen. Oh, muss ich hier warten? Was? Die Dinger drehen sich oder was ist hier los? Der bringt mich doch bestimmt dahin. Ja, genau. Okay. Hilfe! Oh. Ist das was zum kaputt machen? Warum stirbt sie, weil ich eine Kiste kaputt mache? Muss ich das verstehen? Warum stirbt sie denn? Ach so, weil da Zacken sind. Muss man auch erstmal sehen. Mein Gott. Es ist tatsächlich so ein bisschen so dieses, ja, wie schon erwähnt. Wie von euch schon erwähnt wurde, man muss irgendwie sterben, damit man die Fallen überhaupt sieht. So. Ah!
Ja, bleib da bitte drauf. Oh my, they really stunk up this place. Nothing smells the same since the odor of evil took over and poisoned flowers. Was mache ich jetzt? Okay. Ja, und warum hältst du dich da nicht fest? Oh, jetzt sag nicht, jetzt kommen immer diese Stellen, wo sie sich wieder nicht festhält, ne? Ich will das nicht. Ja, du schaffst es nicht. Dann stirb aber auch richtig. Hangel dich dann nicht so backig fest. Was ist das eigentlich schon wieder für ein Part? Was ist das für ein Part? So. Mit Ruhe und Geduld. Wir schaffen das schon irgendwie. So. Ich hoffe, sie kann sich da jetzt gleich festhalten. Das ist ja immer so ein Problem. Aber natürlich nicht. Und sie macht auch nicht den zweiten Sprung. Nicht, dass ich nicht drücke. Sie tut es einfach nur nicht. Und auch das ist total dumm hier gerade. Kommt da auch noch ein neuer Stein? Ach, da kommt, der kommt auch zurück. Das ist ja nett. Kann ich auch da hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist sehr schwer zu erkennen, finde ich. Wo man eigentlich hin soll, aber ich gebe mir Mühe. Nur das hier passt mir überhaupt nicht. Ich rall das auch nicht. Kann sie da nicht einfach hochklettern? Ja. Komm. Ach, hältst du dich mal fest, ja? Das ist ja nett. Okay, was soll ich machen? LT und A zusammendrücken, um Wirbelattacke auszuführen. Hallo? Werde ich jetzt... Hallo? Es tut sich nichts. I just keep on surprising myself. Take that, you stupid insects. Ja, gleich sterbe ich. Ja, ich sterbe. Schön, dass du nichts machst. Hä, was will sie denn? Mach's doch. Aber alles, was sie macht, ist rumspringen. Dann mache ich es eben so wie immer. Blöde Wirbelattacke, egal. Hauptsache, wir sterben nicht. Weiß ich es nicht. Also. Wirbelattacke. Ah, Wirbelattacke. Jetzt machst du das, ja? Wo wir es nicht gebrauchen können. Funktioniert also doch. Bescheuert, echt. Macht sie das da unten, wo die Monster gar nicht sind? Und, wo soll ich hin? Leute? Voll gemein. Yeah, ich habe die Wirbelattacke geschafft. Bei den Monstern. Ja, und jetzt? Ich verstehe das nicht. Bin zu doof für dieses Spiel. Soll ich da jetzt stehen bleiben, oder? Es tut mir so leid, ich bin so schlecht. So, ich bleib dann mal wieder hier stehen. Scheint ja hier sicher zu sein. Ja. Aber die Idee war schon mal nicht schlecht. Und die Wirbelattacke wird auch so langsam. Es braucht halt noch ein paar Stunden, dann hab ich's. Einfach stehen bleiben funktioniert leider auch nicht.
weil sich hier die Landschaft anscheinend irgendwie mitbewegt. Bitte, bitte, bitte. Oh Manno. Was für ein Spiel, ey. Voll das Weißglutspiel. Ein Spiel, das mich in den Wahnsinn treibt. Hat auch nicht geklappt. Ich dachte, vielleicht schwingt es genug nach hinten. Aber nein. So geht's auch. So, komm, wir wollen jetzt hier nicht... das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, echt. So, der kommt jetzt hin. Jetzt kommt der zurück. Dann kann ich doch darüber und... Fall runter, alles klar. Es ist doch scheiße. Kannst du mal was machen? Ja, das ist schön. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Sie hatte einfach einen Schwächeanfall. Von meiner schlechten Spielerei. Da kann man auch mal freiwillig sterben wollen. Ja, komm. Nein. Oh, schade. Fast. Aber fast. Es ist demütigend. Es ist schrecklich. Aber es hat anscheinend... Ja, es soll nicht sein, oder was? La la la, Frieden. Frieden. Kann ich dann da am Rand stehen bleiben? Ich glaube, ich muss da stehen bleiben. Ich glaube, ich muss da rechts stehen bleiben und dann schaffe ich das. So wie hier links muss ich das auch rechts machen. Aber ich dachte, da kann man halt gar nicht stehen. Das war mein Problem. Ha, und das funktioniert sogar. Oh mein Gott. So, bloß weg hier. So, Mädel. Kannst du vielleicht mal am Leben bleiben für uns? Das wäre freundlich. Es ist ein furchtbarer, peinlicher Part. Ich werde bestimmt 10 Abonnenten verlieren. Weil die Leute dann hier reinkommen und gucken, na, wer ist denn das für eine Spielerin? Boah, spielt die Scheiße. Hier ist voll der Giftnebel. Hoffentlich passiert mir nichts. Thanks for the ride. You rock. Nee, ist klar. Ja, ist klar. Ja, alles nochmal schön machen. Weil es so toll ist, oder was? Mann, 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 Mann. Man könnte mit dem Spiel, glaube ich, auch schon fertig sein. Oder man spielt so wie ich. Tut mir sehr, sehr leid. Aber ich gebe mir sehr viel Mühe. Und ich will auch gar nicht irgendwie mich zu schlecht reden, aber es gibt auch sehr anspruchsvolle Zuschauer. Und ich hoffe, dass ihr mir das vergebt, was ich hier veranstalte. Aber es ist, wie gesagt, auch echt fies. Man weiß ja überhaupt nicht, was da kommt. So, jetzt kommt nämlich hier wieder... Das Ding wandert ja hier irgendwie. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Achso, ich bleibe jetzt hier bei dem hier, oder wie? Was? Kommt der Nebel? Hier kommt voll der grüne Nebel. Hä? Ich rall's nicht. Super. Mit normalen Angriffen kriege ich die nicht platt, geht klar. Ja, nun mach doch mal was. Ich
nur so kurz vorm Sterben und so. Gar kein Ding. Ich meine, ist ja schön hier, ne? Hier kann man das ja auch nochmal 500 Mal machen, dieselbe Stelle. Weil es so schön ist. Man muss sich auch mal entspannen können. So, nur das Problem ist, dass ich jetzt gleich nicht weiß, wohin. Aha, ganz toll. Was mache ich jetzt? Was? Aber ich muss doch da rüberkommen. Wie komme ich da denn rüber? Ich rall das nicht. Sie hat auch wieder nicht genug Energie für ihren Wirbelsturm und ich sterbe jetzt wieder? Ja. Was mache ich jetzt? Ich habe ja nie genug Energie hier. Irgendwie. Das funktioniert ja alles nicht. Seid ruhig. Und nochmal. Ach, ich kann das sogar überspringen. Thanks for the ride. Das ist ja gut. Aha. So, jetzt muss ich doch hier irgendwie langkommen können. Das gibt's doch gar nicht. Dass ich da auf den anderen Stein komme. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich sterbe hier. Ich könnte mich darunter ducken. Ich glaube, ich kann mich darunter ducken. Ich habe mich noch nicht geduckt. Ach, der Wirbelzwirbel geht wieder. Das ist ja schön. Es geht dann immer so schön schnell. Hier über das springen wir jetzt. Bitte nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Thanks for the ride. Ja. Ganz klasse. Wir ducken uns. Duck dich. Das funktioniert sogar. Yeah. Der giftige Nebel kommt aus dem Ding. Und ich sterbe schon wieder. Wie oft denn noch? So. Thanks for the ride. You rock. Ja, Mann, du rockst es. Du. Cooler Stein. So. Hier sind die giftigen Gase. Schnell rüber. Oh, genau in dem Augenblick. Ich glaub's nicht. Warum habe ich so ein Pech in diesem Spiel? Was ist nur los? Was habe ich euch getan? Und ich habe mal wieder die Axt geworfen. Das war auch schon wieder lange her, dass ich das gemacht habe. Thanks for the ride. Yeah, you rock. Giftiger Gas, rüber. Leck mich, Spiel. Ich stand doch schon auf der anderen Seite, oder nicht? Ich bin doch extra abgewartet. Ich warte doch. Thanks for the ride. You rock. Immerhin sind wir ein mini-mini-Stück weitergekommen. Das ist ja schon mal was. Rüber. Ja, aber warum fällt die denn runter, die doofe Kuh? Warum ist das auch so komisch in meinem Spiel? Das ist genau an der Stelle so ruckelt. Ey. Hör auf. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das ausprobiere. Ab dann hasse ich das Spiel. Ey. Voll die Kacke, ganz ehrlich. Voll unfair alles. Und ich spiele auf einfach. Willst du mich veräppeln? Ich bin jetzt auf die andere Seite zufällig gesprungen, ohne dass die Gase da waren. Und was passiert?
Natürlich gehe ich wieder zurück. Aber aus Versehen, ne? Ist klar. Also echt. Weil ich ja denke, ich bin davor und nicht dahinter. Es ist... Ich habe einfach nur Pech. Ich weiß auch nicht. Das ist nicht mein Spiel. Ein Sprung. Und dann bleibst du da stehen. Und dann machst du zwei Sprünge, damit du wirklich drüben bist. Und kriechst hier in diesen komischen... Achso, ich soll nach oben. Na gut. Dann hopp mit rüber. Nein, nein, da sind Gase. Oh mein Gott, so weit war ich schon lange nicht. Wir schaffen das. Ich schaff das Spiel noch eines Tages. Wo soll ich hin? Hier rüber? Okay. Hilfe. Und jetzt? Ach so. Ein bisschen Geduld haben hier, oder wie? Ja. Alles klar. Nein! Nein! Und rein in die Gase. Muss ich jetzt... Nein, ich muss alles nochmal machen. Okay, ich mache hier beim nächsten Mal weiter. Es ist ein Graus. Bitte habt Geduld und Verständnis mit mir. Und ich freue mich über jeden Zuschauer. Bis dann!